Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beholder. Und ich habe jetzt ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich Inge raushelfe aus dem Schlamassel. Sie will nämlich, beziehungsweise sie soll getötet werden. Und ich habe mich dazu entschieden, es nicht zu tun. Denn ich bin der Meinung, dass Menschen auch Angst haben sollten. Das ist was komplett Natürliches ist. Und ganz ehrlich, so ein Gas, was die Emotionen der Menschen beeinflusst, das kann nicht gut sein. Das kann auch mega nach hinten losgehen. Und deswegen werde ich ihr nicht helfen. Nach seinen Plänen fragen. Das ist eine Frau, ne? Ich glaube, ich habe letztes Mal auch auf Helfen gedrückt. Wobei, ich bin mir jetzt hier nicht so sicher. Deswegen gehe ich jetzt direkt zu der Tochter. Die wo ist? Ich weiß. Ach, wir haben ja erstmal. Wir haben noch einen Brief. Okay. Den lesen wir uns erstmal durch. Die Untersuchung des, also Daily News, Gärten für die Arbeit. Die Untersuchung des weitbekannten Falls bezüglich des der Ministeriumsgärten ist abgeschlossen. Wir freuen uns, berichten zu können, dass alle Gärten Besitz des Haushaltsministeriums sind und nicht als Privatgrundstück gelten. Die Gärten werden ausschließlich für Staatsangelegenheiten und Landwirtschaft verwendet. Jeder weiß doch, was sie da machen. Wer hat schon daran gezweifelt, dass diese falsche Untersuchung dazu führt. Das hatten wir schon, das hatten wir auch schon. Okay, das hatten wir alles schon. So, wo ist die liebe Tochter? Da. So. Über Mutters Arbeit reden. Ja, sie erschafft Supermenschen. Alle vergöttern den großen Anführer. Okay. Gegen die Mutter ausspionieren. Beeinflussen, dass sie die Mama auf jeden Fall nicht mehr mag. So, wussten Sie, dass Ihre Mutter den Staatsfeinden hilft? Das kann nicht sein! Können Sie das beweisen? Wie, ich kann das nicht beweisen? Was habe ich denn letztens anders gemacht? Shit, was habe ich denn letztens anders gemacht? Wartet mal. Okay. Da muss ich bestimmt hier rechts hinten noch was finden. So, kann ich jetzt hier schon mit dir... Kann ich immer noch nicht. Vielleicht muss ich erstmal mit ihm sprechen. Bruno Hempf. Seien Sie gegrüßt, Karl. Ich habe gehört, dass eine Inspektion geplant ist. Glauben Sie, dass Sie bestehen? Ich werde alles tun, was mir möglich ist. Ich fürchte, Sie haben für bereits alles oder fast alles möglich gemacht. Die Inspektion wird alle Verstöße ans Tageslicht bringen, falls es welche gibt. Sind Sie sich sicher, dass Sie sich dem Mutterland voll und ganz hingeben? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn die Inspektion unvermeidbar ist und nichts mehr geändert werden kann, überlassen wir es einfach dem Lauf der Dinge. Es ist noch nicht zu spät, Ihr Schicksal und das Schicksal unseres wunderschönen Landes zu ändern, Karl. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich sage nur, wie es ist. Sie müssen verstehen, der Staat macht keine Fehler. Menschen machen Fehler. Und das ist nur so, weil der Mensch eine arme Kreatur mit Leidenschaft, Emotionen und Schwächen ist. Und der Staat ist eine Maschine, die für das Wohl der Öffentlichkeit arbeitet, wenn auch mit Gewalt. Aber da gewöhnliche Menschen wie ich die Kontrolle haben, können wir treuen Dienern des Volkes vieles verzeihen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ein perfekter Angestellter gewesen zu sein oder Sie denken, dass Sie Fehler begangen haben, leisten Sie einen soliden Beitrag für die Bedürfnisse unseres Vaterlandes und erhalten Sie eine zweite Chance. Okay, das ist das nämlich, was ich meine. Mit hier retten Sie sich selbst. Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob es dem Ende zugeht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen soll. Oder einfach jetzt hier drauf gehen soll, ablehnen, der Richtlinie zur Nichteinmischung folgen und dann $75.000 zahlen, um hier abzuhauen mit meiner Familie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich spiele es jetzt erstmal so, dass ich die $60.000 hinkriege. Ich habe letztes Mal, glaube ich, das hier bezahlt, das obere, einen Beitrag für das Militär leisten. Hat mir einen Scheißdreck gebracht. Deswegen retten Sie sich selbst. Das würde ich dann einfach mal ausprobieren. Genau.
So, ich möchte jetzt gerne, dass du mir anbietest, hier beim Spiel mitzumachen. Nee, alles klar, immer noch nicht. Was haben wir denn hier? Weißt du genau? Ach so, ja, das mit dem Töten, das müssen wir noch machen. Dann müssen wir noch mit ihm hier sprechen. Das Ding ist, ich habe die Affäre war jetzt noch nicht da. Ja, Kollege. Beweg dich bitte. Oh, sie raucht. So. Ah, da haben wir noch nichts. Doch, 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 da haben wir was. Warte mal, wartet mal. Ach, ich bin so blöd. Das haben wir doch schon längst gefunden. Da, das hier. Ah, okay, okay, okay. Wir müssen aber bestimmt noch irgendwas über ihn finden. Deswegen rede ich erst später mit ihm darüber. Stimmt, das hatten wir ja schon. Okay, Gerda ist hier oben. Kann die Mutter mal bitte verschwinden? Huch. Bitte. Die Tochter haut schon mal ab. Mein Gott, was macht die Mutter denn dort? Frau, bitte. Jetzt geht sie wieder zurück. Ich fasse es nicht. Okay, kein Problem. Dann durchsuchen wir mal seine Wohnung, solange er weg ist. Also natürlich will ich ihm hier, dem Bruno, das Geld gar nicht geben. Aber ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Doch, ich hätte eine andere Wahl, hier abzuhauen. Aber ich glaube, wenn ich hier abhaue, ist das Spiel auf jeden Fall vorbei. Und ich versuche das, solange es geht, hinaus zu zögern. Fabrik zu... Nach einer Reihe von Explosionen wurde die Fabrik... Okay. Fisch... Oh Gott. Uh-oh. Uh-oh. Entschuldigen und gehen. Autsch. Autsch. Ich hab den nicht gesehen. Da war ich jetzt voreilig. Nein. Oh Gott. Klappt ja hier alles wunderbar. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Hier, da habe ich noch ein paar Sachen gefunden. Und da habe ich noch ein paar Sachen gefunden. Kann ja mal einen Bericht schreiben. Oh, geht sie weg? Nein, 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 nein. Ja, das interessiert mich nicht. Ist keiner da? Okay. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich mich beeilen. Und zwar fangen wir diesmal von hinten an. Musst du hier irgendwas finden? Ein Fernglas. Klasse. Haben wir noch einen Stuhl? Münzsammlung. Ach, das ist doch, glaube ich, gar nicht verboten, oder? Ach, stimmt. Ausländisches Geld. Wir müssen ausländisches Geld finden. Das war es auf jeden Fall. Was passiert, wenn ich helfen? Ich brauche Papiere für meine Tochter und für mich. Sich saubere Pässe wären am besten. Haben sie vielleicht welche? Später reden. Okay. Warte mal. Ausländisches Geld muss doch schon längst verboten sein. Hä, das ging letztes Mal viel einfacher. Was mache ich denn jetzt falsch? Irgendwas mache ich gerade falsch. Es ist illegal. Ja, okay. Bars, okay. Das haben wir auch schon. Hier.
Die Verwendung fremder Währung ist illegal. Okay. Das habe ich nicht gefunden. Verstehe ich nicht. Okay. Schreiben wir jetzt erstmal einen Bericht über Clara, Wohnung 1. Clara, Wohnung 1, weiblich. Sie wohnt mit ihrem Ehemann zusammen und ist arbeitslos, meine ich genau. So, das haben wir mal, das haben wir schon. Und was haben wir hier noch? Den Ehemann, genau. Bastian, auch Wohnung 1. Er ist männlich und wohnt mit seiner Frau zusammen und ist leitender Ingenieur. So, wenigstens ein bisschen. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wohnt hier irgendwie, ist jetzt hier jemand drin? Nee. Aber ich glaube, da oben. Wo ist denn die Tochter? Die Tochter schläft, glaube ich. Hier schläft keiner, oder? Ich sehe hier keinen. Na, die kommt jetzt nach oben. Aber dafür kann ich, das ist jetzt gerade viel wichtiger, hier nach oben gehen. So. Dann schauen wir mal. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Hier haben wir alles. Schallplatte, hier haben wir auch alles. Ausländisches Geld. Da haben wir es doch. Ah, dann habe ich es einfach, dann habe ich es einfach vorhin übersehen. Oh Mann. Ah, deswegen gucke ich eigentlich nie, bin ich nie so nah, sondern immer, jedes Mal so. So eigentlich, damit ich hier unten sehe, ob jemand nach oben kommt. Aber das sieht einfach besser aus, wenn ich das natürlich so spiele. So, jetzt aber. Also, das kann nicht sein. Ja, wenn sie für den Staat ist, wie kommt es dann, dass sie Fremdwährung hat? Ich habe es in ihrer Wohnung gefunden. Auf keinen Fall. Ich glaube das niemals. Legen Sie es dorthin. Überzeugen. Ihre Mutter ist eine Doppelagentin. Sie haben recht. Das ging einfach. Sie hat schon lange nicht mehr ihre Liebe zum Anführer erklärt. Sie wird dafür bezahlen. Es lebe der große Anführer. Okay. Dann hätten wir das jetzt schon mal. Oh. Die ist ja schon tot. Ich glaube, das war jetzt gerade ein kleiner Bug. Oh je. Oh je. Das ist jetzt bestimmt das Ministerium. Nee, privat. Gut gemacht. Ach ja, genau. Ich glaube, etwas Geld wird Ihnen helfen, das Geschehene zu vergessen. 5000. Ich brauche mehr. Notruf. Wir haben gehört, dass Inge Birkenfeld gestorben ist. Es war ein Unfall, aber das bedeutet nicht, dass sie ihre Pflichten vernachlässigen können. Wir müssen mehr über die Bürger wissen, um derartige Vorkommnisse zu verhindern. Aus diesem Grund müssen sie so bald wie möglich 5 Mieter-Charakteristiken, Dankeschön, zur Verfügung stellen. Wunderschönes Wort. Alles klar, wird gemacht, Chef.
so. Können wir über irgendjemanden was schreiben? Er ist ein Spion, aber ihm möchte ich auf jeden Fall die Sachen geben. Das mit der Atombombe. Ich glaube, das ist gut. Es sah auf jeden Fall letztens so aus, als wäre es gut. Okay, können wir mit dir reden? Der Untreue beschuldigen. Clara, ich weiß, dass Sie Ihren Mann betrügen. Huch, Blödsinn, Sie können nichts beweisen. Doch kann ich. Natürlich kann ich das. Ich habe alles auf Video aufgenommen. Dein Techtelmechtel. Verdammter Mistkern. Ich glaube, ich sollte Ihrem Mann hiervon erzählen. Nein, bitte. Bitte verstehen Sie, ich tue das nicht für mich selbst. Er steht schon eine ganze Weile kurz davor, gefeuert zu werden. Ich muss seinen Chef unterhalten, damit er seinen Job behalten kann. Wenn Sie es meinem Mann erzählen, wird er mich verlassen und kündigen. Wir werden beide verhungern. Karl, bitte. Bitte halten Sie das geheim. Ich würde mich überaus dankbar zeigen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Was? Ich bin ein verheirateter Mann. Und ein Staatsbeamter. Dann nehmen Sie einfach das Geld. Brauchen Sie kein Geld für Ihre Familie? Nehmen Sie es und sagen Sie meinem Mann nichts. Ich nehme das jetzt einfach mal. Zur Hölle mit Ihnen. Geben Sie mir das Geld. Hier, danke Karl. 2000. Clara, was ist das? Was sind 2000? Nichts. Gar nichts ist es. Über den Ehemann sprechen. Okay, das haben wir schon. Kann ich eigentlich einen Erpresserbrief schreiben? Ich habe noch nie einen Erpresserbrief geschrieben. Guck jetzt einfach mal. An Clara. Ach, das habe ich aber schon benutzt, glaube ich, ne? Ich glaube, man kann das nicht nochmal benutzen. Nee. Okay. Krass. Ich habe noch nie einen Erpresserbrief geschrieben. Ich weiß nicht, ob das schlimm für mich werden kann oder nicht. So, ihm sage ich jetzt einfach mal, dass nichts passiert ist. Das habe ich in der letzten Folge nicht so gemacht. Ich bin wegen der delikaten Anfrage hier. Haben Sie etwas herausgefunden? Clara Decken. Ich habe nichts gefunden. Ihre Frau ist ein wahrer Engel. Was für eine Erleichterung. Ich danke Ihnen, Karl. Das sollten wir feiern. Es gibt da noch einen weiteren Gefallen, den ich genau. Das ist mit den, das ist mit der Atombombe. Mit den Unterlagen. Bitte bewahren Sie diese wichtigen Papiere für mich auf. Ich habe keinen Tresor und ich habe Angst, dass Sie wegkommen. Ich werde Sie in ein paar Tagen wieder abholen. Ich bin mir sicher, dass Sie der Einzige sind, dem ich in diesem Haus vertrauen kann. Ich habe heute wirklich Probleme, einen vernünftigen deutschen Satz rauszubringen. So, hier oben haben wir eine Kiste. Was? Nicht wegschmeißen. Dann nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Können wir alles brauchen. Boah, das ist so geil. Waren hier auch die Tickets? Müssen. Ja, hier waren auch die Ausweise, meine ich, genau. Perfekt. Nehmen wir alles mit. Kann ja nicht schaden. Die Frage ist, kann jetzt hier noch jemand einziehen? Nein. Keiner möchte hier wohnen. Gut. Warum funktioniert denn das immer noch nicht? Handeln. Was verkaufen Sie heute? So. Nee, die Ausweise brauche ich. Die kann ich jetzt nicht verkaufen. 10.000. Ich mach das jetzt einfach, weil ich brauche ja das Geld. 10.000, das hätten wir. Was ist sonst alles hier? Was soll ich damit? Geheimentwürfe. Ups, nee, die kann ich nicht verkaufen. Die brauche ich. Was können wir hier noch verkaufen? Eine blaue Krawatte können wir noch verkaufen. Okay. Dann machen wir das doch. Ah ja, sonst können wir immer... Huch! Stimmt, das habe ich vergessen. Wir können die ja für 50 kaufen und dann für 150 verkaufen. Wo haben wir das? Dass man immer hier so scrollen muss. Das ist mega... Da.
Huch, nein, nein, ich bin so doof. Ich bin wirklich dumm jetzt. Ja, ich muss das Ausweis wieder kaufen. Ja, scheiße. Das war ein Fehler, da habe ich zu schnell geklickt. Okay, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Einen Bericht schreiben. Über wen kann ich denn noch was schreiben? Aloysius, wo ist Aloysius? Ich glaube, Aloysius schläft. Ach, der ist dort, ja, genau. Okay, ich kann ja mit ihm sprechen. Beziehungsweise... Die Frage ist jetzt wirklich, was passiert, wenn ich angebe, dass es ein Spion ist? Ich mach's jetzt einfach mal. Schauen wir mal. 4. Vier, vier, vier. Profil. Albert Meinecke. Wohnung 4. Wohnung 4, männlich. Er wohnt allein und ist arbeitslos. Okay, nichts passiert. Alles klar, haben wir noch ein bisschen Geld gemacht. So. Dann gebe ich jetzt die Papiere. Über die Pläne geben. So, ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Hier sind saubere Papiere für ihre ganze Familie. Falls sie sich entscheiden sollten, auszuwandern, kleben sie einfach noch die Bilder hinein. Ach. Ah, okay, saubere Papiere, alles klar. Viel Glück. Denken Sie daran, wenn Sie an der Grenze sind, fangen Sie nicht an zu rennen, denn sonst hetzt man die Hunde auf Sie. Valverde schuldet Ihnen etwas. Gut, der haut jetzt ab. Können wir jetzt eigentlich noch irgendwas mit ihr anfangen hier? Ich glaube nicht. Ich gehe trotzdem mal rein. Ich meine, ich habe jetzt schon alles gefunden, was man über sie finden kann. So. Es ist die Frage, erpresse ich sie oder setze ich sie aus? Ich glaube, sie kann mir nicht mehr helfen in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe hier schon alles. Wäre jetzt natürlich nicht schlecht, wenn ich nochmal Tickets finden würde. Tabak, das habe ich auch schon gefunden. Buch, nee, auch nichts Interessantes hier. Danach würde ich zu Aloysius gehen. Sie zieht aus? Zieht sie aus? Sie zieht aus, glaube ich. Warum zieht sie denn jetzt aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da frage ich ihn bestimmt gleich. Oh, da wird jetzt was passieren. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Oh je. So, Aloysius, hast du hier irgendwo nochmal Karten vielleicht für mich oder so? Irgendwas Interessantes, was ich benutzen könnte. Ich glaube, ich sende jetzt einfach meinen Erpresserbrief zu ihr. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Aber dann habe ich keine Beweise mehr gegen sie. Ausweis, Briefmarkenalbum, Schiffsmodell, Wein, Handtasche, Ausweis. Armbanduhr, Buch. Nee, nichts Interessantes. Und in seine Wohnung muss ich auch nochmal rein. Ich guck nochmal hier nach. Ein schnulziger und gefühlsduseliger Roman. Okay, Buch, Schachspiel. Da habe ich noch was gefunden. Die kommen jetzt hier nicht rein, ne? Nein, die kommen jetzt hier nicht rein.
Was haben wir hier Feines? Ausweis. Gut, Ausweis brauche ich jetzt nicht. Ich bräuchte jetzt vielleicht mal Tickets, Fernglas. Ja, da können wir noch ein bisschen Geld machen. Mein Gott, habe ich das alles übersehen? Anscheinend. Geldbörse, Buch, Schiffsmodell. Wein, auch nicht, sonst auch nichts Interessantes hier. Fisch, das habe ich anscheinend schon gefunden. Ein Stuhl. Im Stuhl ist bestimmt irgendwas da drunter, ne? Kann ja überall was sein. Buch, Erste Hilfe, Geldbörse, Manuskript. Das war knapp. Okay. Was haben wir denn hier über ihn gefunden? Irgendein Manuskript. Ich habe nichts getan. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Ach, er schreibt nur. Ach so. Okay. Was? Er hängt sich? Nein! Jung! Lass das! Lass das! Lass das! Nein! Nein! Warum macht er das? Nein! Hallo? Was? Warum hat er das gemacht? Was zum Teufel? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Du kannst nebenbei noch seine Sachen durchsuchen, ne? Kann man ja mal machen. Aber ich wollte noch irgendwas über ihn schreiben. Das kann ich jetzt vergessen. Fabrikzugriff. Eine Reihe von Explosionen wurde alle Fabrikzugriff. Für den Zutritt wird eine Zutrittskarte benötigt. Vielleicht kann ich dir die benutzen. Nehmen alle. Ja, alles nehmen. So, ein paar Sachen noch verkaufen. Ach, das ist ja kacke jetzt. Vor allem, man kann ja nicht erfahren, das warum. Ach, weil sie hat ihn verlassen. Okay. Aber warum hat sie ihn überhaupt verlassen? Ich weiß es nicht. Okay, bisschen was verkaufen. Münzen, nein, das brauchen wir vielleicht noch. Schlittschuhe. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht noch brauchen werden. Ja, oh Gott, das Buch möchte ich gar nicht haben. Vom Anführer. Okay, oh, er liest ein Buch. So, ich schreibe jetzt mal einen Erpresserbrief. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wobei, oh Gott, er hat schon fast eine halbe Stunde aufgenommen. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles hier enden wird. Wirklich, oh, ich brauche noch ein bisschen weniger als 3000 Dollar und dann passt das hier schon. Okay, wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Werdet nicht ausspioniert und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.